2, 1. Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Assassin's Creed Valhalla. Im letzten Part sind wir leider einen grausamen Tod gestorben. aber wirklich grausamen Tod. Ich habe leider vergessen, wie ich die darunter schnitzle mit meinem heiligen Armband, was ich hier irgendwo. Da sieht man. Da sieht man's. Mit meinem heiligen. Nee. Wo habe ich dieses Messer? Habe ich doch schon bekommen oder nicht? Moment. Muss doch das Messer da? Den Bogen haben wir noch. Codex? Egal. Oh, ich habe die Stoppe vergessen. Verdammt. Egal. Ja, im letzten Part wollten wir hier das machen, aber ich bin gestorben. Deshalb machen wir das jetzt. Mit einem hoffentlich besseren Ergebnis als letztes Mal. Oh je. Ich hoffe, das ist übrigens nicht zu laut für euch oder zu leise oder sonst was. Ich kann mal eben in den Stream hören. Sekunde bitte. Ich spreche jetzt einfach mal einen beliebigen Satz und höre dann in den Stream einfach mal rein. Nicht, dass ihr euch wundert, damit ich einfach mal hier gucken kann, wie ich das mache. Also, folgenden Test habe ich damit herausgefunden und damit habe ich das herausgefunden. Punkt. Okay, ich glaube, soweit ich... Diesen Wachen entgeht nichts. Sollte ja. Hey, Rockmini. Okay, anscheinend habe ich noch nicht das, was ich wollte, was ich dachte, dass ich es habe. ja. Moment! Der Schweiß der Schlacht fließe! Ist eine wunderschöne Treppe. Geh ich da mal rauf. Dass die hier alle oben sind. Oh, danke fürs Drehen, Ero. Hier hochkommen. Zack. Ich finde es schön hier. Oh, 3 Fälle haben wir noch. Schwupp! Oh Gott! Oh, noch ein Buch des Wissens! Neue Fähigkeit! Schlummerdorn. Ein Bogenskill.
Ein Pfeil, der mit Hornruhen versehen wurde, lässt das Ziel fast sofort entschlafen. Drück ich mal auf B. Oder auf... Ne, ich mach das auch auf X. Oh, Animus? Nein. Danke. Egal, 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 egal. So, go, Gibbs. Go, go, Gadget. Oh, hallo. Hier kann ich... Ah, hier kann man... Haus. Okay. Das ist wieder so ein Feuertopf. Hier sind die ganzen zerstümmelten Leichen. Zack. Jetzt stirbst du. Du wirst... Komm noch. Lesen. Turmverteidigung. Kellertür verschlossen halten. Zu viel Zulauf und aus den Gängen. Hey, Moment. Eine Zeit. Zack. Was wolltest du sagen? Deine Zeit? Hm. Schade, dass du nicht weiter mit mir sprichst. Gut, manche sind ein bisschen störrisch, wenn was das angeht. Ich hoffe, ich bin nicht zu laut, weil ich glaube, ich war gerade nicht zu laut ein bisschen. Wenn das so sein sollte, werde ich das bis zum übernächsten Part behoben haben, weil ich nämlich gerade am Daueraufnehmen bin. Ein Part nacheinander. Ach, da sind Pfeile. Köcher ist voll. Ich muss mal eben gucken, kann ich den... Ich kann ihn verbessern! Ja, cool. Dann kann ich mehr Pfeile mit aufnehmen. Zwei mehr. Wow. Die habe ich direkt drin. Gut, ich will mich nicht beschweren. Obwohl eigentlich schon ein bisschen. Aber einen geschenkten Gaul. Kann ich nicht machen, sagt man doch so schön. Warum? Ich auch keinem ins Mäulchen, sondern halte mein Knöllchen. Oh Gott, okay, gut. Reimen kann ich nicht. Es tut mir leid, meine Herren. Wenn ich jetzt mein Schiff rufe, geht das irgendwie? Kann ich irgendwie mein Ich muss ja ganz kurz in die Steuerung gucken. Es tut mir leid, aber irgendwie konnte ich mein Schiffchen rufen. Achse, Sticks, Tau. Nein. Maussteuer. Gameplay. Interface. Kompass. Boah, wo war das denn mal? Was siehst du da oben, Sühnen? Freunde, ich brauche euch nur, um übers Ufer zu kommen. Ich sollte nicht. Auftauchen. Auftauchen. Ich habe gesagt, auftauchen. Ich habe gesagt, kannst du mal auftauchen? Ja! 5 Meter weiter. Lass das!
Tschö, Freunde! Für 5 Meter das Langschiff missbraucht. Gib Acht, sonst holt dich der... Was ist das für eine Gefahr, vor der du warnst? Irgendein Wesen, das du jagst? Meine Beute ist das schlimmste Tier von allen. Es vollbringt heiltypische Taten, zu denen kein gewöhnliches Tier fähig wäre. Also jagst du einen Menschen? Einen Zauberer. Einen, der sich einst Mensch nannte, aber der seinen Huger und sein ganzes Wesen mit dunklem Seder verdorben hat. Das klingt mir sehr nach einer persönlichen Fehde. Diese boshafte Spinne, die in dieser Hütte hockt, hat meine Schwester vergiftet. Allein dafür verdient er den Tod. Aber für dich ist vielleicht das Kopfgeld überzeugender, das König Harald auf alle Zauberer ausgesetzt hat. Geld kann überzeugen, wo Leidenschaft fehlt. Ich werde es gegen den Aufwand abwägen. Die Hütte des Zauberers findest du entlang dieses Weges auf der linken Seite. Sei vorsichtig. Gut, auf der linken Seite, entlang dieses Weges, auf der linken Seite. Zack, tot. Ups. Zeigst du mir das? Muss ich hier lang, entlang dieses Weges? Okay, auf den linken. Ach. Warnung an Zauberer. Wisset, dass in diesen Landessäre einzig eine Sache der Seherin und anderer weisen Frauen zu sein hat. Sollte jemand männliches Geschlecht sein, sei er Mann oder Knabe, sich schuldigerweise dieses unmännliche Werk auszuführen, wird er sich mindestens der Verbannung und womöglich sogar dem Tod durch Entfernung seiner verbleibenden Männlichkeit stellen müssen. Harald, König von Westfold. Wie viele Minuten? 11. War auf. Gut, egal. Ich werde einfach mal ein bisschen rumgucken. Entlang des Weges auf der linken Seite. Ähä. Ach, das ist mit Weg gemeint. Okay, gut, dann gehe ich dir weiter. Du bist nicht böse. Wirst du dich mir endlich stellen? Oder willst du mich weiter? Bist du der Zauberer, der dieses Land verflucht haben soll? Auf diesem Land lag schon ein Fluch lange, bevor ich herkam. Der Fluch der Rückständigkeit, der ganz Midgard verseucht. Also setzt du keinen Seder gegen dieses Land und seine Leute ein? Ich setze mein Wissen ein, um anderen zu helfen. Ich bin nur eine Bedrohung für die, die Unbekanntes fürchten. Davon gibt es viele. Da ist ein Jäger, der sagt, du hättest seine Schwester vergiftet. Ich wollte sie retten. Ich hatte einen Trank, der ihre Krankheit gelindert hätte. Doch er hat sie lieber in Schweineblut gebadet. Wenn wer die Schuld trägt, dann er und seine rückständige Familie. Er hat seine Schwester getötet. Hör nicht auf ihn! Er wird deine Gedanken vergiften! Du hast nicht mal Gedanken zum Vergiften! Stirb, Monster! Zu Hehl mit dir! Wie soll ich jetzt helfen? Odin! So, weißt du was? Tschüss! Eines Tages wird dieses Land frei von solchen Unholden sein. Ja. Ich schlug zuerst zu, also gehört die Beute mir. Mach mit seiner Leiche, was du willst. Ich glaube. Jetzt bist du tot, mein Freund. Jetzt bist du tot. Wo bist du? Wo bist du? Ah,
Arschloch. Mann, Mann, Mann. Egal, gut. Oh, zack, wenn ihr am Boden liegt, erstmal wegstampfen. Aber hier bin ich drauf gespannt. Auf Handwechsel. Halte RT und R gedrückt, wenn du mit zwei Waffen kämpfst, um sie von der einen zur anderen Hand zu wechseln. Das sieht geil aus. Das will ich haben. Gut, dann gehe ich weiter. Wir haben immer noch andere wichtigere Sachen zu tun. Das wird ja aber aufzuregen. Dass mir meine Beute klaut. Das konnte ich ja nicht wissen. Zack. Danke. So. Leder braucht man noch oft und so. Deshalb. Jan ist voll. Okay. Wunderschön. Du kommst nicht weit. Ich sag doch, du kommst nicht weit. Was soll denn das? Warum hat denn keiner von? Flop. Nächster bitte. 120 Meter ist, glaube ich, näher als die 300. Wo habe ich das Viech jetzt gekillt? Da oben. Ist das, nee. Stein. Hä? Aber wo? Dann gehe ich da lang. Weil da sind diese 90 Meter. Oder was? Was ist das jetzt? Deutlich. Nee. Okay, da ist so ein riesiger Fußstapfen. Toll, verfluchtes Biest. So. Notgipfelhirsch! Was? Oh Gott. Okay. Das sind also so verfluchte Viecher. Oh Gott. Das will ich jetzt nochmal machen, meine Damen und Herren. Das will ich machen. Ich muss aber nur einen Schluck trinken, meine Damen und Herren. Ah, ich bin echt ein Ding. Mm.
Ich muss sagen, der Bogen hat ihm viel abgezogen. Der erste Viertel hat ihn sehr viel abgezogen. Den Bau der Beste, ja natürlich, aber nur weil ich. Gott! Jetzt reicht's noch mal! Boah, das ist ja richtig hart. Alter, Verwalter, was ist denn hier mit dir los? Das war doch nicht klar hier. Also, ganz ehrlich mal hier. Also, nee, also. Den mache ich mal anders. Wenn ich bessere Sachen habe, meine Damen und Herren, dann mache ich den mal. Boah, das ist ja richtig hart. Ja, Lecco Grande nochmal. Was ist mit einer Tasche? Ja? Handelsgüter, das sind alles Handelsgüter, die ich verkaufen kann, oder was? Schub. Gut, dann verkaufe ich das demnächst. So, leider habe ich doch auf einmal Lust bekommen, die 300 zu holen. Da oben das. Ich weiß auch nicht, warum mich das jetzt dazu kommt. Aber warum fliegt hier ein Haar rum? Aber, ne, was soll ich sagen? So. Komm, lauf ein bisschen schneller hier. Weil wir sind schon wieder bei 22 Minuten. Und ich will meinem Cutter auch nicht zu viel antun. Sieh mal nach, Sühnen. Da unten ist noch ein. Dorf oder sowas. Ach, da muss ich hin. Na, hallo, die Waldfee. Da muss ich hin. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich da jetzt hin muss. Sonst nehme ich mir das Boot und segle mich ein bisschen weiter, weil ich weiß nämlich, es gibt noch einen Bogen zu holen. Einen Bogen, bevor das eigentliche Spiel in dem Sinne, glaube ich, losgeht, gibt es nämlich noch einen Bogen zu holen.
Und ich glaube sogar hier. Also hier gibt es auf jeden Fall noch was zu holen. Seht, man kann hier viel rumreisen. Ja. Ich bin gerade sprachlos, meine Damen und Herren. Wie viel es hier gibt, das ich in meinem privaten Run noch nicht gefunden habe. Weil, ich habe einen privaten Run gemacht und dann bin ich ein bisschen noch weiter. Bevor ich das alles nicht habe hier, was ich hier haben will, werde ich noch nicht nach Vornberg zurückgehen, um einfach mal ein bisschen mehr zu den 100% zu kommen. Ja, ich weiß. Okay, ich weiß, dass hier der Bogen ist, meine Damen und Herren. Den will ich nicht. Okay. Wir gehen zurück zum Gewässer. Rufen unser Langschiff. Und werden diese Insel irgendwann mal später erkunden. Weil das Wasser ist, dauert, glaube ich, doch noch ein bisschen länger als... Und ist, glaube ich, auch noch ein bisschen spannender, wenn wir gleich wieder schnetzeln, als wenn wir hier die ganze Zeit rumsuchen und rumwühlen im Schnee. Wo liegt der Hund? Maximito, ja, hallo. Er hat geknurrt, der Junge. Kann aber nur im Schlaf knurren. Das sag ich euch. Wenn man wirklich auf der Straße knurren soll, das kann er nicht. Das kann er nicht. Kein Gewässer in der Nähe. Ich bin 5 Minuten vom 2 Sekunden vom Wasser entfernt. 5 Minuten müssen wir trinken. Da hinten muss ich hin. Hier ist doch Wasser in der Nähe. Ne? Komm. Okay. Ist das kalt? Mein Blut gefriert.
gerappt? Halt die Klappe. Was nicht zu sagen hier, also halt die Klappe. Segel hoch! Segel! Gut, ja. War hier noch was? Nee, ne? Hier war nichts mehr, ne? Da hinten ist der Pilz und so. Ich glaube, hier habe ich ja. Hier bin ich ja drüber geflogen mit dem. Der Krähe. Da hinten ist reingegangen nach Vornberg. Wo ich hin will. Und jetzt geht's nochmal zum Ende dieses Parts. Und geht's nochmal schnetzeln. Wir gehen nochmal schnetzeln. Mit der ganzen Mann, mit der ganzen Mannschaft. Gehen wir jetzt nochmal schnetzeln. Und dann würde ich den Part hier für beendet erklären. Nee, hier ist das gar nicht. Runter! Was machst du denn da? Was machst du denn da? Siehst du doch. An Land gehen. Mann, Mann, Mann. So. Lassenes Landhaus. Jemand zu Hause? Das ist keine natürliche Stille. Es ist fast, als würde ein Fluch über allem liegen. Anja und Ymir. Wo die beiden wohl stecken? König Harald mag keine Gedichte. Er verlangt ihm nur nach dem aufgeplusterten Geschleime niederer, mitgeschwängerter Skalden. Er kann mich aus seinem Haus verbannen, doch wird er meine Saga von König Harald dem Ungerechten nicht verklingen lassen. Man wird sie noch hören, lange nachdem sein Knochenstaub die Erde genährt hat. Doch zuerst müssen wir jagen, Ymir und ich. Und des Nachts, wenn unsere Bäuche voll sind, werden die Verse wie Honig fließen. Bin ein Schlüssel? Ich glaube, es hakt. Darf ich noch einen Schlüssel finden, oder was? Ymir wurde getötet. Die Wölfe, die mir Ymir holten, sind nun auch meinetwegen gekommen. Verlauste Köter, sie haben meinen Fallen überwunden? Ich höre sie an der Tür. Ich erinnere mich nicht, wann ich zuletzt aß. Doch der Blutrausch gibt mir Kraft und bald trinke ich das ihre. Ich werde viele dieser Viecher mit mir nehmen und auf ihren verzweifelten Geheulen nach Valhalla reiten. Dann lass mich hier rein, dann kann ich dir helfen. Ich bin jetzt zu spät. Ich glaube, fürs Helfen ist nun zu spät. Auf jeden Fall führt hier einen Weg her. Und ich will diese Truhe haben. Oh. Wölfchen.
Wölfe. Das muss das Rudel gewesen sein, mit dem Norm hier zu kämpfen hatte. Sie jagen. Yumi war gestern Nacht weg, aber nicht um zu fressen. Er verteidigte uns gegen die Dunkelheit, während ich schlief. Ich begrub seine Gebeine im Mondlicht, während seine Mörder ihre grausiges Todeslied heulten. Die Ränke von Haralds Hof sind eine verblassende Erinnerung. Yumi war ein guter Hund und treuer Gefährte. Ich bin allein, doch Wut brennt mit kalter Flamme. Ich will den Schlüssel haben, der Rest interessiert mich nicht. Oh Gott, ich habe schon überzogen. 35 Minuten. Oh Mann. Aber ich will noch geschnitzelt haben. Wir werden auf jeden Fall gleich noch schnitzeln. Ja doch, wir werden auf jeden Fall gleich noch schnitzeln. Dann wird der Part mal länger. Ist auch nicht so schlecht, ne? Dass ich den Schlüssel nicht finde, ist trotzdem schade. Gut, mein Langschiff. Ich fahre wieder weiter. Jetzt geht's ans Geschnetzelte. Eivor, Eivor! Eivor, Eivor! Überrascht dich das? Dieser Krieg tobt schon seit 3 Generationen. Warum sollte er jetzt nachlassen? Du brennst so vor Hass auf diesen Mann, Wolfsmal. Ich könnte mir die Eier dran wärmen. Wären dir ein paar Robbenfellhosen nicht lieber? Da! Gib nur acht, Soldaten! Plündern! Gib nur acht, Evo! So viel Hass macht einen unvorsichtig. Was er deinem Vater antat, hat auch uns getroffen. Steht in diesem Kampf nicht allein! Und bringt ihn den Schwertschlummer! Oh Gott! Gleich hab ich dich! Ah!
die Lunge raus! Reichtum erworben! Da gehe ich gleich rein. Ach, das war's schon? Ich glaube nicht, dass es das schon war hier. Gelegen hat gewartet und habe ihn umgebracht. Ja. Laura to see. Zack. Oh Gott, meine Damen und Herren, mein Cutter wird mich umbringen. Warum ist der Ton an? Oh, es ruckelt gerade. Ich habe gesehen, dass es ruckelt, meine Damen und Herren. Oh. Es tut mir übrigens leid. Ich hoffe, das kommt nur selten vor, dass es ruckelt. Ich glaube, in großen Menschenmengen, wenn viele da sind, ruckelt es leicht. Genau, mach den mal. Ich hoffe, das kommt nicht zu oft vor. Ich werde auch gleich den Part beenden und das nächsten Part zu Ende looten. Ein Recurve-Bogen. Den wollte ich noch haben, meine Damen und Herren. Und jetzt sage ich, haut rein. Ciao mit Doppelau. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Ciao. Beende ich das hier schnell eben, dann ich darf nicht speichern. Hoppala! Zack. Oh. Ja,
Ja, ich würde sagen, no bugs in this game. Ja. Jetzt aber wirklich. Gleich. Part Ende, meine Damen und Herren. Oh mein Gott. Das wollte ich euch nur zeigen. Ja, komm, ich mach jetzt. Ah, das ist sowas. Ja, das seht ihr auch schon mit den Burn. Kann das auch? So, ist doch noch nicht das Ende anscheinend. Ja, komm, dann mach ich die andere Seite aber eben ganz schnell. Und dann heißt es wirklich Ende, meine Güte. Zack! Runter mit dir! Oh. Ja, ich darf nicht mehr drücken. Das ist das sollen schon für piepsige Stimmen hier, hä? Ist die Oberhäuptin hier? Achso. Das ist meine. Oh ja. Ich würde sagen, das ist der längste Part, den ich, hatte. Und zack, 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 zack. Ja, ein paar habe ich mitgenommen hier, ne? Sehr schön. Gib mir Kraft. Tschüss. Flupp. Pfeile. Hör ich ja voll? Ich hab 6 Stück. Zeig mir, was vor uns liegt. Okay. Muss herausfinden, wie man die Pfeile wechselt. Ja, sobald ich speichern kann, meint das auch. Hey, Wurst! Gut, dass ich auch dich. Ja, da, 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 da. Was ist das? Ein militärisches Lager? Nein, ist es jetzt nicht mehr. Ja, ich kann speichern, meine Damen und Herren. Oh, Gott sei Dank. Im nächsten Part geht's hier weiter auf dieser Insel. Haut rein. Ciao. Mit Doppel-V, aber jetzt wirklich, weil
Sonst bringt mein Cutter mich wirklich um. Wir sind bei 49 Minuten. Daher, haut da rein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Ciao. Mit V. So. Die 28 muss ich durch 29 ersetzen. Juhu! Drei weitere Parts. 2, 3, 4. Ich hätte so 5 aufnehmen können, aber nein. Zurück zum Titelbildschirm. Stopp. Zurücksetzen. Oh Gott. Soll ich direkt The Eerie Within aufnehmen weiter? Ist die Frage. Nee, mache ich nicht. Nein. Ich nehme jetzt nicht noch weiter auf hier. Sonst, ich muss euch Rick Leesman aufnehmen und schmitzen auch noch ein bisschen. So. Twitch.